Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Na, was ist denn da passiert? Der war doch letztes Mal noch drüben in Himmelsrand, wie ich es jetzt nenne, also da bei Brooklyn. Und jetzt ist er hier. Was hat er wieder angestellt? Hat er irgendwas abstürzen lassen oder sonst was? Oder eine Aufnahme versaut? Nein, 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 nein. Ich habe mich zu einer Sache entschlossen, wo manche sagen werden, na endlich. Und zwar, ich werde jetzt, solange wie wir noch keine vernünftige Nether-Autobahn haben, die Wege hin und zurück aus Himmelsrand, ja, also in die neue Welt, alte Welt und so weiter, nicht mehr aufnehmen, sondern offscreen machen. Da kann ich dann nämlich auch mal kurz in Creative starten und in Creative schalten und fliegen. Das fängt ja gut an. Ja, jetzt sind wir hier wieder beim Gutshaus und hier werden wir uns heute rumtreiben. Ja, das sieht alles sehr feindlich da unten aus. Bin hier ausgerechnet bei Nacht angekommen. Oh ja, das sieht sehr feindlich aus. Draußen ist feindlich. Ja, was machen wir da? Gehen wir baden? Gehen wir schlafen oder halten wir das durch? Ach, weißt du was? Ah nee, gehen wir lieber schlafen. In meiner privaten Welt, wo ich jetzt nämlich letztens ein wenig trainiert habe und Dinge getan habe, da hatte ich nämlich das Problem, dass irgendwann dann auf einmal wieder die lieben Phantome auftauchten. War zwar witzig, aber naja, muss man ja nicht haben. Ich sollte vorsichtig sein. Oh, die Tür ist offen. Hihi. Ich mach die mal zu. Die da ist zu. Okay, alles klar. Also ich sollte mir echt. Weißt du was? Hier machen wir heute mal irgendwie diese Gehwegplatten rein, da diese Schalterplatten. Ich gehe jetzt doch mal raus. Vorsichtig. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Uiuiui. Ja, also skelettmäßig muss man sagen, werden wir hier echt zugeschissen. Ja. Das war's für ihn. Ach so, ja, hier kann ich ja hüpfen. Ja, ich muss euch dann noch was erklären, weshalb ich teilweise ein bisschen mit der Steuerung durcheinander bin. Ja, aber da haben wir ja Zeit für. Ich muss ja jetzt nicht wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommen und mich hier tot sammeln. Das ist ja nicht notwendig. Ey, du schießt nicht auf. Ich schieß auf dich und nicht du auf mich. Ja, nicht gerade der beste Anfang gewesen, aber nun ja. Gib mir mal den Pfeil wieder. Apropos. Wie viele Pfeile haben wir denn überhaupt noch? 59. Da müssen wir bald mal wieder für Nachschub sorgen. Sag mal, wie viel von den Dingern haben wir hier eigentlich? 1, 2, 3, also 2, 3. Ja, das lässt sich ja aus. Ich habe mir nämlich vorgenommen, das nicht auf diese Art und Weise weiterzumachen. Jetzt hüpft doch mal mit der richtigen Taste, Kollege. Ja, es gibt einen Grund, dass ich da so ein klein wenig durcheinander bin und nicht immer die richtige Taste verwende. Aber jetzt werden wir erstmal hier. Fall diesen Baum weg. Und ja, schöne Grüße an euch alle da draußen. Ihr werdet ja irgendwie immer mehr. Nicht rasend, aber es ist wunderschön. Ach ja, übrigens meine Stimme. Haha, wartet mal. Herbst, ne? Ja, Herbst und ich beim Rockspektakel hier auf dem Rathausmarkt im T-Shirt, weil ich einfach geschwitzt habe wie ein Schwein. Entschuldigung. Schwitzen Schweine eigentlich? Das muss ich mal eruieren, ob Schweine wirklich schwitzen. Ich mag ja immer gerne den Faktenchecker machen. Ich bin da besser als der Patrick Gensing mit seinem, mit seinem Getue. Ich kann den Typen nicht ab. Wenn du nicht weißt, wer Patrick Gensing ist, ist auch besser so. Also den Vogel muss man nicht kennen. Ja. Die Propagandatröte von der ARD. Ja. Und sein lustiger Faktenchecker. Ja. Ja, also wir machen hier heute eine ganze Menge hier in der Gegend. Das war ja auch letztes Mal schon so angekündigt. Und wir machen nichts anderes als hier in der Gegend ein Los. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir einen Setzling. Ich habe hier noch ein paar Akazien-Setzlinge aus Himmelsrand mitgebracht. Die Hälfte von den Akazien-Setzlingen, die dort waren. Weil, wie gesagt, ich werde das hier ein bisschen anders machen. Ich verrate noch nichts. Ich schleicht doch irgendwas herum. Ja, nichts soll zischen und knallen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wann ich anfangen soll, euch die Neuigkeiten, die großartigen Neuigkeiten zu berichten, wo so mancher von euch sagen wird, nein, kann
nicht sein. Ist völlig unmöglich. Nicht dieser Typ. Ach ja, übrigens, ich habe wieder Kahlschlag gemacht im Gesicht. Ich finde einfach, das sieht besser aus. Der Bart macht mich unnötig alt. Das war's. Ich pflanze die mal hier einzeln hin. Ich mag zwar keine Einzelbäume, aber es ist wie mit Einzelkindern da. Jetzt hätte ich mal was ganz Böses gesagt. Lassen wir mal solche Sprüche für heute. Ja, mir geht's heute richtig gut. Obwohl, ja, Depri-Zeit reinschlägt mal wieder. Ich glaube, ich hau den hier oben auch um. Wieso hier auf der zweiten Stufe bringen ja sowieso nicht viel an Setzlingen. Ja, dann. Guck mal. Da habe ich doch tatsächlich geschlampt, ne? Das ist die Rache von Patrick Gensing. Bin heute irgendwie ein kleiner Spötter, pass auf. Das ist, das kann heute einigermaßen triggernd sein. Also wenn du leicht getriggert bist, dann lass es lieber bleiben, das hier zu gucken heute. Skip die Episode. Ich glaube, es wird heute ganz schlimm. Ja, ich glaube, es wird heute ganz schlimm. Ganz genau, ganz besonders, wenn die Stimme so bleibt, dann ärgere ich mich darüber nämlich die ganze Zeit. Und den Ärger, den muss ich irgendwo auslassen. Rauslassen? Ja, hoffentlich das nicht. Ja, also wir machen jetzt hier erstmal, also denkt jetzt nicht, dass das jetzt hier wieder an dieser Stelle Terraforming gibt und so. Terraforming. nein, es wird sich heute hier ein bisschen was ändern an dem ganzen Laden und ja, ich werde mit was anfangen, wo wahrscheinlich auch wieder so mancher sagen wird, na endlich, ne? Aber ja, alles zu seiner Zeit und seine Zeit ist meine Zeit, ne? Also ich bin der Herr, der Gott dieser Welt und ich bestimme, was hier passiert. Zifix Noans. So. Halleluja, Soki. Was haben wir denn jetzt an Setzlingen? Wir haben jetzt schon 4. Das ist Afira. Nur weil ich weiß, dass sich da 1-2 Leute richtig drüber ärgern können. Darüber macht man keine Witze. Darüber macht man keine Witze. Witze werden nur gemacht auf die Art und Weise, wie es die Massenbewegung der Meinungsdiktatoren wünscht. Ja. Popo lutschen, Freunde. Wenn ihr so seid. Ja, ich habe da jetzt eigentlich was falsch gemacht, aber das ist auch nicht schlimm. Wie kann das nicht schlimm sein, wenn du etwas falsch machst, mein Guter? Ich habe auch die Diamanten von drüben mitgenommen. Aus Gründen. So, hier gehen wir jetzt erstmal runter. Ich würde mal sagen, der Dark Oak Lock, das legen wir gleich mal weg. Die Diamanten, bevor ich jetzt irgendwas Dummes anstelle. Es sind schon 6 Stück. Das heißt ja eigentlich, lass mich mal überlegen. Wir könnten ja eigentlich, lass mich mal sehen. Nein, nicht das. Den Crafting-Tisch bitte. Nein, es reicht noch nicht für das, was ich vorhabe. Aber für was anderes. Komm mal her. Gib mir mal die Diamanten. Wir machen jetzt endlich mal Buddha bei die Fische hier. Das ist mir völlig klar. Und das hat nichts mit Buddhismus zu tun. Eher im Gegenteil. Ich muss gleich übrigens nicht vergessen, dass ich da oben noch Setzlinge abzuwarten habe. Denn ich wollte jetzt gerade in meinem jugendlichen Leichtsinn schnellstens losrennen. Und jetzt schaut mal. Wir haben Diamanten auf der alten Schimmelrübe. Ich bin doch ein Held. Ja. Ja, wie war das noch? Einer meinte neulich so von wegen 150 plus Folgen und läuft noch in der Eisenrüstung rum. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da siehst du doch, dass das wahr ist. Hier ist noch ein Setzling. Ja, die hier. Packe ich erstmal jetzt da rein. Da habe ich auch noch was vor. Ich werde einen kleinen Trick anwenden bei unserer kleinen Waldmauer da draußen. Die ich aus Gründen nicht so nenne, wie ich sie eigentlich nennen wollte. Wolfgang, wo bist du eigentlich? Bist du wirklich so eingeschnappt jetzt?
Auch das tut mir aber leid. Nicht. Strafe muss sein. Irgendwann wird die politisch korrekte Fraktion auf mich aufmerksam und dann werde ich gekreuzigt. So. Ja, ist ja dem Jesus damals auch nicht anders gegangen, ne? Der hat auch Sachen gesagt, die den anderen auf den Sack gingen. Und tja, 0, nix Hinger am Kreuz und ja, da kam er dann auch nicht mehr runter. Doch, er wurde ja abgenommen vom TÜV. Ich nehme mal, ja. Und die Religioten werden mich mitkreuzigen, weißt du? Das wird so lustig, der Tag, an dem ich gekreuzigt werde, da werden das erste Mal Meinungsfaschisten, Religioten und alle anderen werden zusammenhalten und werden sagen, der muss weg. Ja. So, ja, es war etwas zu nah rangepflanzt. Was habe ich da eben gekriegt? Habe ich da überhaupt irgendwas gekriegt? Ach, guck mal, was da ist. Geil. Nee, das ist aber... Das ist Eiche, ne? Das ist fix. So, den Diamanten müssen wir aber gleich reinbringen, denn wir gehen jetzt zugegebenermaßen wohin, wo vielleicht es Bumm machen könnte. Also jedes Mal, wenn wir da bisher reingekommen sind... Ja, ich will mal nicht angeben, aber... oder übertreiben. Aber dieses Nether-Portal hat mich jetzt komplett durcheinander gebracht. Ja. Was haben wir hier eigentlich drinne? Stein! Das muss sein, der Stein. Besser Steine als Schweine im Ofen. Kann man nicht so sagen. Schweine im Ofen sind auch ganz gut. Es sei denn, man ist Veganer oder Vegetarier. Ich habe eine Diamantenkappe auf der Rübe. Ich habe Feuer gemacht. Ja. Eine kleine Kulturreferenz. Wer es kennt, ist gut. Wer es nicht kennt, naja. Warum habe ich denn schon wieder ein Ei in der Hose? Hier ist ja schon, hier sind ja schon welche drin in der Schatztruhe. Hast du die Pfanne heiß, Kollege? Ja, komm. Dann packen wir. Wo ist eigentlich die Grünzeugtruhe? Wo ist die Grün? Da. Die lasse ich mal mit draußen. Ich hoffe mal, wir gehen nicht in die Luft. Ich habe einen Blumenstrauß. Der sieht so gruselig aus. Nein. Oh. Es ist... da haue ich doch erstmal vor Schreckensetzling an die Wand. Ja, ich... ich gehe schlafen. Vielleicht sind die Chancen dann nicht ganz so groß, dass es Bumm macht, aber... Ah, bleib doch nicht in meiner Ecke hängen. Ja, ich sollte mal endlich diese Druckplatten vor die Türen machen. Ich sollte sowieso so viel, ne? Also vor allen Dingen nach Meinung einer kleineren Anzahl von Zuschauern hier. Die meisten scheinen ja irgendwie ganz konform mit meiner Sache hier zu gehen. Ich krieg nur ganz viel, nur ganz wenig Mecker. Können wir mal was essen vielleicht? Am besten erstmal diese... dieses Grünzeug hier. Dann das gute Brot. Ja. Ich übertreibe auch mal ein bisschen. Und hau hier doch nichts wieder raus. Ah, ich habe ihn gesehen. 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 Ich habe dich gesehen im Mondenschein, du Schwein. So. Fast so gut wie das Lied von dem, ich glaube vom Akio war das, der mit dem Heider immer zusammen spielt. Das ist das letzte Mal, dass ich mein Handy mit Wasser und Seife gewaschen habe oder so ähnlich. Also der Text ist richtig, aber ich weiß nicht, ob die Melodie richtig war. Ich glaube, das war gar keine richtige Melodie. Molly D. Ah, deutsche Sprech, schwere Sprech. Okay. Hohohoho. Jetzt vorsichtig umschauen. Muss den grünen Dödel da aus der Ecke machen, weißt du das? Aus Gründen. Sieht aus wie etwas und könnte zu Kurzschlusshandlungen führen. Oh, ein wenig Eisen. Ja.
Was haben wir hier drin? Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Das Eisen lasse ich drin. Das hier brauchen wir unbedingt. Die Kohle nehme ich auch mal mit. Die werden wir oben dringend brauchen. Ich nehme mal alles mit, was wir hier unten sowieso nicht gebrauchen können. Ja, das ist hier zum Beispiel auch Melonensamen. Was macht ein Ei hier unten? That's what she said. Die Truhe hier vielleicht auch. Ja, haben wir sonst noch irgendwelchen Quatsch, der hier dringend weg müsste? Warum steht hier eine Einzeltruhe? Jetzt steht sie da nicht mehr. Ja. Wie erzähle ich es euch jetzt? Wie mache ich es euch begreiflich? Sei ruhig, Zombie, ich will gerade was erzählen. Ich wollte noch mal damit... Das kann man hier bleiben. Das schmeiße ich sowieso auf den Müll. Mal gucken. Hier ist noch ein bisschen Diarrhoe, die könnten wir auch mal... Ich will ja hier sukzessive auch mal ein bisschen weiterkommen hier mit dem Raum hier. Sonst sind wir hier mit der Mine, mit dem Ausräumen fertig und das Teil sieht immer noch so kackendreckmäßig aus. Ja, ne, war so, ne? Ja. Kollege, wenn du das nochmal machst, dann hau ich dir den Stein vor den Kopf. Einfach so. So, ja, weißt du. Das bringt ja irgendwie mal frei gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ah ja, doch. Jetzt verstehe ich. Oh, er kann auch mal was verstehen. Schnauze, wie der Franzose sagen würde. So, ich glaube, das müssen wir alles sehr viel spartanischer machen. Gib mir mal ein bisschen Erde, wenn möglich. Dankeschön, sagte er sich selbst und küsste sich die Hand. Ja, mach ich jeden Tag so. Einen wird's geben. War das jetzt wirklich so? Mhm. Ja, das ist fragwürdig. Das ist sehr fragwürdig. Man kann es ja hinterher immer noch ausbauen. Ja, ich überlege immer noch, wie ich es euch erkläre. Denn es wird demnächst etwas... Es wird etwas Großartiges geschehen, das der eine oder andere von euch nicht glauben können wird, haben sein, machen. Was kann das wohl sein? Ja, überlegt doch mal, was ist das, was ich am meisten gesagt habe, was ich niemals machen werde, niemals nicht und was ich auch nicht mag und hast du nicht gesehen, in Minecraft. So, jetzt gebe ich euch eine Runde Zeit zu überlegen. Und dann löse ich das Rätsel auf. Ja. Zack, 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 zack. So wie eine Brausetablette. Ja, das ist eigentlich... Was ist das? Das ist eigentlich total scheiße. Entschuldigung. Das ist total am Murks, weil das sitzt überhaupt nicht mittig, ne? Das müssen wir alles wieder abreißen. Naja, ist ja lustig. Dann kann ich das wohl vergessen mit dem Erzählen, ne? Okay. Lass mich einen Schluck Kaffee trinken. Wir kriegen das. Wir schaffen es, wenn wir das überleben. Also jetzt nochmal durchzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann nochmal 9, 10, 11. Das heißt... Der Mittelstrahl müsste 1, 2, 3, 4, 5, müsste eigentlich hier sein. Ja, die Leiter ist dann total falsch. Prima. Wir müssen wahrscheinlich die ganze Leiter irgendwann versetzen. Also jetzt mache ich das garantiert nicht, weil ich habe ganz andere Dinge eigentlich vor, aber naja. Solange das Ganze währt, können wir das ruhig mal machen. Dann kommt die Leiter erstmal hier. An den Stellen weg, wo sie nicht, wo sie berührt ist von dieser Sache. Eigentlich überall. Nein, nicht überall. Erzähl keinen Quatsch. Die Zuschauer verlassen sich auf dich. Soldat. Ja, ich bin ein Soldat in meiner kleinen Armee hier. Zu der auch ihr gehört und ja, ganz unfreiwillig.